meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start am letzten Montag. Wir spielen heute nach 10 Millionen Vorschlägen in den Kommentaren Plants vs. Zombies Heroes. Neues Spiel von Pflanzen vs. Zombies und Heaven hält die Klappe. Alright. Ja, das ist ein neues Spiel von Pflanzen vs. Zombies. Ich habe früher einige Pflanzen vs. Zombies gespielt, also ich habe das auch sehr gern gespielt. Das ist ein richtig cooles Spiel, wenn ihr das Spielprinzip nicht kennt. Ihr beschützt quasi eure Seite, beziehungsweise euren Garten oder ich glaube es waren Gartenzwerge in den ersten Spielen, vor den Zombies, die versuchen uns anzugreifen. Wir haben die Möglichkeit mit Pflanzen ihn zu besiegen, beziehungsweise unseren Garten zu verteidigen. Dabei gibt es ganz verschiedene Pflanzen, zum Beispiel Sonnenblumen, die produzieren dann Sonnen, die wir brauchen, um Pflanzen herzustellen. Oder hier jetzt die Pflanze, die da unten zu sehen ist, die schießt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie so ein Pflanzensamen alle paar Sekunden so duff, duff, duff. Also es gibt sehr viele verschiedene Pflanzen, manche explodieren, manche verspeisen auch direkt einen Zombie und dann gibt es Zombies mit Helmen oder gepanzerte oder manche, die kommen aus dem Boden raus. Also es gibt sehr viel Stuff, das ist schon ein ziemlich cooles Spiel, ist auch schon relativ alt, nur das jetzt hier ist ein ganz neues Spiel. Hallo Nachbar, ich bin Deppy Dave, aber du kannst mich Deppy Dave, ja genau, ich vertraue dir ein Geheimnis, die Zombies kommen. Ich weiß, ja. Zombies spielen, okay. Pflanzen spielen. Können wir diesmal... Ich weiß nicht, was diesmal bei diesem Spiel anders ist. Ich glaube, hier ist irgendwas anders als bei den Spielen davor, ja. Können wir hier beides spielen? Oder werden die Zombies auch wieder vom Computer gespielt? Ich weiß nicht. Die Kraft dieses Zombies beträgt 1. Er verursacht einen Schaden. Genau wie meine Pflanze. Oh, what? Der hat so eine große Reichweite, aber wir haben uns jetzt gegenseitig gekillt. Oh, also das Spielprinzip ist auf jeden Fall ein bisschen anders als das andere damals, ja? So, aber das ist auch wieder, wir steuern nur die Pflanzen. Ich dachte irgendwie eine Sekunde, wir können auch die Zombies steuern, aber nein. Okay, also das ist ganz anders als damals. Damals bei dem ursprünglichen Pflanzen vs. Zombies war es wirklich so, dass wir erst Zeit haben, um alles zu setzen. Und kam die Phase, in der die angegriffen haben. Aber es war sehr cool damals. Bring die Deko in Sicherheit. Dr. Zombos führt etwas Großes im Schilde. Okay. Oh my god, wir sind jetzt auch Superhelden. Achso, Heroes. Ach, Heaven checkt das Spiel jetzt. Okay, Heroes vs. Heroes. Okay. Besiege den Zombiehelden, bringe seine Gesundheit auf 0. Holla, es ist grüner Schatten. Sie wird dir helfen, Superbrains zu besiegen. Alright, nutze die Superkraft. Dann machen wir einfach mal das hier. Bam. Okay. Ach, dieses Spiel. Ah, damals das erste war so love. Ja, ich hab's richtig geliebt. Können wir jetzt mehr machen? Okay. Dann beenden wir mal unseren Fight und schießen jetzt. Greife Super Brains weiter in beliebigen Reihen an, um zu gewinnen. Okay, dann machen wir das mal. Wir haben jetzt hier 4 von diesen Teilen. Der Wachstumspilz hat eine Spezialfähigkeit zum was? Eine andere Pflanze erhält. Ah, okay, dann setze ich das mal da drauf. So. Und jetzt wächst er und die wird dann auf jeden Fall stärker. Verstehe. Verstehe. So, wir schießen jetzt die ganze Zeit auf ihn drauf. Und sie greift auch an. Und jetzt haben wir wieder Punkte. Hier müssen wir... Das sind auch wieder Sonnen. Aber es ist ein bisschen anders. Wir stellen die nämlich jetzt nicht her. Sondern wir bekommen die durch einen Kampf oder so. Okay. Lustig, lustig. So, schieß. Bam. Perfekt. Sieht sehr gut aus für uns. Also wir müssen jetzt für einen Spezialeffekt den Dünger ausspielen. Okay, machen wir das mal. Bam, alle Pflanzen bekommen jetzt einen Boost, oder? Oder nur die eine da? Hm. Aber wir haben es schon geschafft, okay. GG. Ist lustig, also ist so in einem, wie ihr seht, auch so in einem Superhelden-Comic-Style so ein bisschen.
Packs gibt's hier. Oh, ich liebe Packs, ja, ich liebe Packs. Kennt ihr das von mir? Openings, ich liebe das. Das ist so cool. Und was gibt's? Basis häufig, okay. Aber immerhin ein paar. Naja, schade. Ich habe gehofft, vielleicht was Seltenes. Aber okay, dies ist dein Deck. Stelle hier dein Team aus Zombie-Jägern zusammen. Füge deinen neuen Pflanzenkarten hinzu. Dann wird es absolut super. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. Achso, okay. Hinzufügen, hinzufügen, hinzufügen. Ach, können wir die mehrfach hinzufügen? Okay, dann fügen wir alle hinzu. Okay, perfekt. Perfekto! Jetzt bring das Deck zum Einsatz und halte Superbrains auf. Nochmal. Nochmal. Wir haben ihn doch gerade besiegt. Aber die von uns sieht wenigstens cute aus. Der von dem sieht irgendwie sehr strange aus. Du startest jedes Spiel mit einer Superkraft. Durch Superblöcke kannst du mehr nutzen. Alright. Zombies beginnen. Okay, setzen eine Pflanze dahin. Was ist das hier? Fünfer Schaden in der Mittelreihe. Eine Pflanze erhält das und wir können leider noch nichts setzen. Sollen wir direkt die Superfähigkeit machen, aber das bringt ja auch nichts. Warten wir erstmal ab, ja? Uns ist nichts passiert. Wir bekommen aber gleich Schaden von dem. Oh, okay. Ist die Anzeige voll, blockt dein Treffer. Blockt dein Held den Treffer und erhält super. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Okay, alles klar. Also wir werden jetzt von dem angegriffen, weil wir im ersten Zug nicht genug Sonnen hatten, um irgendwas von uns zu setzen. So, jetzt können wir aber gleich diese. Oh, der setzt so viel. Jetzt können wir aber gleich hier die reinsetzen. Da machen wir einfach mal. Ich glaube, so, also, so sieht es aus, dass wir den dann angreifen. Okay, greifen wir wenigstens das mal an. Und ich glaube, wir beenden unseren Zug. So, Kämpfe, Superbohne. Wir verlieren die ganze Zeit Leben, das ist mir schon klar. Aber die Superbohne schaltet wenigstens den einmal aus. Und bam, perfekt. So, Zombies spielen nochmal. Jetzt bekommen die einen Grabstein. Ah, was ich euch eben gesagt habe, die können auch aus dem Boden rauskommen. Dieser Zombie versteckt sich unter einem Grabstein. Was es wohl für einer ist. Das ist die Frage, my friend. Wir können jetzt das machen. Und dann können wir nichts anderes machen. Ich wollte auch. Aber wir haben so wenig Sonnen. Das ist so fucking Bullshit. Wieso kriegen wir so wenig Sonnen? Hübscher Superblock. Du hast den Angriff abgewehrt und erhältst eine Superkraft gratis. Perfekt. Sehr gut. Eine Pflanze erhält. Dann mache ich das einfach mal. Dann ist unsere Pflanze jetzt stärker. Perfekt. Dann überleben wir das. Und können den auch noch killen. Und können jetzt auch noch den Boss angreifen. Yay. Okay, also man muss ein bisschen. Man muss jetzt ziemlich taktisch klug vorgehen. Ich weiß nicht, ob wir so taktisch klug hier vorgegangen sind bisher. Aber okay, es sieht hart aus für uns. Das ist gar nicht so einfach, obwohl es das Tutorial ist. So, platziere Zunderholz oberhalb vom Duplinator, um ihn zu schützen und zu stärken. Eine mächtige Kombi ist das. Was soll ich setzen? Der hier. Hinterliegende Erbsenkanonen. Ah, okay, also das ist das hier. Das gab es damals auch. Ja, man setzt quasi dieses Feuer nach vorne und unsere Pflanze schießt dann so Feuerkugeln. Ja, und wir können noch mehr machen. Wir können noch den Bonus machen oder wir können noch. Ich glaube, ich mache das hier. Dann killen wir wenigstens den hier. Und dann, let's go, Baby. Dann sehen wir jetzt, wie wir Feuer schießen. So. Schaut euch das jetzt an. Also ich hoffe es. Man sieht es jetzt hier nicht, aber damals hat man auf jeden Fall damit Feuer geschossen. So, wir haben aber noch immer 15 Herzen. Also wir sind noch im Nachteil. Oder hat der Gegner nur noch zwei? Hat der nur noch zwei, der Gegner? Echt? Hat der nur noch zwei Leben? Also racken wir ihn gerade? Dann habe ich ja doch gar nicht so schlecht gespielt. Das ist unsere Superfähigkeit. Die könnten wir einsetzen. Machen wir das einmal. Bam, bam, bam. So, jetzt haben wir den in der Mitte erstmal gerackt. So, dann können wir die Pflanzen noch hinsetzen und dann können wir noch das hier machen. Und dann beenden wir jetzt unseren Zug und unsere Pflanze in der Mitte ist so beast. Schaut euch das jetzt an. Die schießt da jetzt einfach den komplett kaputt. Jetzt so bam. Und wir haben gewonnen, oder? Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Nein? Ah, er hat das. Na, okay, wir haben gewonnen. Ich habe gerade gedacht, hat er das noch geblockt oder haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. Yes, Baby. Sehr cool gemacht. Sieg für die Pflanzen. So, welches Pack nehmen wir jetzt? Ich glaube, das ist rechts oben. Ah, ich liebe es mit Packs. Ich weiß nicht, ob man am Anfang sowieso
die gleichen Karten bekommt, aber später auf jeden Fall wird es random sein, ne? Basis häufig. Sehr schön. Aber man liest sich dann durch, was die einzelnen Karten können und dann, naja, variiert man sein Deck je nachdem natürlich. Zack, zack, zack. Bisher passen die alle rein, weil wir insgesamt 40 haben können und wir haben nur 33 bisher. Geht zurück zum Garten. Sehr cooles Spiel. Sehr gut gemacht. Okay, wir haben jetzt einige neue Karten. Zombies spielen. Also habt Geduld, ja, lasst die ruhig zum Zug kommen. Ihr schafft das dann. Superbrains hat seine Hirne nicht ausgegeben. Bestimmt führt er Tricks im Schilde. Okay, also der hat Gehirne, wir haben Sonnen. Und er hat nichts gesetzt. Das heißt, er will wahrscheinlich was Großes setzen. Schauen wir mal, was der hier kann. Können wir das draufklicken? Katzenschwanz. Basis häufig. Steht da nicht, was sie können? Was kann der denn hier? Der Katzenschwanz. Ah, sie überlisten ihre Gegner mit Zurückspielen, Einfrieren und amphibischen Fähigkeiten. Okay, okay. Perfekt. Also man liest sich das dann alles im Voraus in Ruhe durch. Ich benutze jetzt aber einmal eine Pflanze, damit wir jetzt schon mal ein bisschen schießen können. Ei, ei, ei. Zombies können Tricks ausspielen, wenn die Pflanzen fertig sind. Was für Tricks? Was? You fucking bitch. Jetzt hat er meine Pflanze getötet. Hey. Hey. Aber wir sind wieder gleich auf. Also von daher, so viel hat er jetzt nicht geschafft. Spielt schon wieder keine Karte. Die Zombies erhalten auch Gelegenheit. Das ist nicht nett, wenn die gelegentlich Tipps bekommen. Das Dach sieht nützlich aus. Und hey, hier gibt es Wasser. Ja, im Wasser kann man entweder Wasserpflanzen platzieren oder man muss Blätter platzieren, um dann normale Pflanzen drauf zu platzieren. So. Das ist jetzt das... Was? Kohlapult. Oh, das ist dieses Katapult. Das schießt dann so Kohl. Und das gleiche gibt es auch mit Mais. Da wird so... Ich glaube, die werfen dann Butter. Ja? Die werfen dann so Butter und dann werden die immer größer und dann bleiben die irgendwann auf den Kopf von den Zombies kleben. Leute, die früher Pflanzen vs. Zombies gespielt haben, wissen, was ich meine. Jetzt spielt er zwei Karten, das finde ich ein bisschen unfair. Okay, los, Schleuder. Sehr gut. Die Animation ist aber ein bisschen anders. Also damals wurde es wirklich so richtig so gezeigt. Okay, der hat jetzt was im Wasser. Alright, jetzt können wir... Was? Nein, nein, nein. Das hier können wir jetzt hier reinsetzen, weil der amphibisch ist, können wir den natürlich ins Wasser setzen. Und der ist Gott sei Dank stärker, also werden wir... Jetzt hat er schon wieder einen Zombie-Trick. You fucking bitch. Jetzt können wir wenigstens schon mal den töten und haben trotzdem noch den behalten. Also wir haben noch ein Herz bei dem und wir haben drei Stärke. Sehr gut. So, was sollen wir denn jetzt setzen? Diesen Bonus. Noch mehr Bonus. Oder ziehe zwei Karten. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Spielen wir mal gechillt und retten den hier. Dann bekommt er ein bisschen Leben und wir haben nur eine Sonne verloren. Und ich glaube, wir beenden unseren Zug. Du hältst jeden Zug mehr Sonnen. Du kannst sie nicht mitnehmen. Ah, ich kann die nicht mitnehmen. Ja, okay, dann ziehe ich zwei Karten. Das wusste ich nicht, dass ich die Sonnen nicht mitnehmen kann. Okay, also soll man die Sonnen dann immer ausgeben? Alright. Was ist bei diesem Grabstein? Da ist jetzt der rausgekommen. Der greift mich an. Okay. Aber meine Amphibie da unten kann doch angreifen. Ja, sehr gut. Die Amphibie hat jetzt richtig reingehauen. Okay, also man kann keine Sonnen mitnehmen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber okay, dann machen wir mal Beast Mode. Wir machen einmal das hier. Und dann stärke ich jetzt... Soll ich die stärken? Ja, dann stärke ich die da und dann beende ich den Zug und dann machen wir jetzt Beast Damage da oben. Holy. Nein, töte ihn nicht. Es wurde meine Katze da unten getötet oder was auch immer das ist, aber das hier hat jetzt richtig reingehauen, ne? Die hat jetzt nur noch 6 Leben. Beast. So, jetzt kommen die noch zum Zug. Also, okay, jede Runde bekommen wir dann eine Sonne mehr. Wir haben jetzt 6 Sonnen, nächste Runde würden wir dann 7 Sonnen bekommen. Cool, cool, cool. So, wir können jetzt rein theoretisch, wir können den nicht davor setzen, aber okay, normalerweise kann man den davor setzen. Dann mache ich einmal, wartet, dann mache ich einmal das, damit schalten wir den aus. Und dann mache ich einmal das, damit schalten wir den aus und dann beenden wir den Zug, Zombie-Tricks.
Passiert nichts. Okay, machen wir einmal das. Und wir haben den eigentlich jetzt schon gerackt, ne? Ah, der hat das Schild bekommen. Oh, Beast, Beast. So, aber damit töten wir jetzt den Rechten dann noch. Los, töte ihn. Perfekt, wir haben ihn gekillt. Alright, so. Jetzt werden wir aber 100 pro gewinnen, ne? Ich mache einmal noch den da. Dann greifen wir extra an. Und dann mache ich einmal... ja, das hier. Und dann werden wir noch stärker. Und holy shit, jetzt wird's hart. Hau drauf. Mach jetzt einen Bonusangriff. Alright, du wirst mich niemals töten, mein Freund. Was? You fucking bitch. Das hat er da beschützt, aber wir können rechts angreifen, wir können hier angreifen. Das kriegen wir hin. So, der ist jetzt schon mal tot. Perfekt. Und er greift nochmal ihn an und jetzt hat er nur noch 3 Herzen. Also man muss aufpassen mit diesen Tricks von denen. Ist schon mal ein bisschen scary. Aber alles gut. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt 100 pro den Win. Das heißt, wir haben jetzt 4 Reihen voller Pflanzen. Der kann nicht alle 4 kaputt machen. Und GG. Bam. Oh, das Spiel ist cool. Gefällt mir. Richtig gut gemacht. Sieg für die Pflanzen. Yay. Yeah, jetzt sammeln wir das linke Pack ein. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, aber okay. So, öffnen wir mal. Bitte irgendwas Seltenes. Los. Basis häufig. Okay, wahrscheinlich kriegt die jeder. Eispflanzen gibt es auch. Die frieren dann die Zombies ein. Ja, steht auch hier. Schneeglöckchen. Und dann gibt es die hier. Also, das sind Schneeglöckchen. Dann gibt es die hier. Das sind auch gefrorene Zombies. Und das sind hier ganz viele. Die sind dann je nachdem, was man bekommt. Oder ja, welche man setzt, sind die natürlich dann auch teurer und kosten mehr. Von diesen Sonnen. So, zack, 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 zack. Und zack, zack. Oh, wir sind voll. Dein Deck ist voll, aber wir könnten es noch verbessern. Nimm ein paar alte Karten raus und pack neue hinzu. Okay, jetzt können wir hier eine rausnehmen. 2 und jetzt die 2 neuen reinsetzen. Es ist aber nicht zu empfehlen, wenn man immer nur die teuren Karten nimmt, sonst kann man manchmal nichts setzen, wenn man nicht so viele Sonnen hat. Also auch ein paar niedrige Karten. Alright. Ah, cooles Spiel. Neue Helden im Anflug. Ah, jetzt lädt irgendwas. Ah, ich find's cool. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel findet. Ich bin, naja, Pflanzen vs. Zombies Fan von damals an. Also ich habe das früher gespielt. Das ist schon viele Jahre her. Ich weiß, wie lange ist das raus? 4, 5 Jahre? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht noch länger. Ich kann ja mal googeln in der Zwischenzeit. Oh, Datum der Erstveröffentlichung. 2009. 7 Jahre. Und ich habe es gespielt, als es zum ersten Mal rauskam. Oh mein Gott. 7 Jahre ist das her. Holy shit. So alt. Okay, okay. Wir haben das Tutorial geschafft. Jetzt sind wir einmal im Shop. Sehr gut. Willkommen in der Kommandozentrale. Hier gibt es jede Menge super wichtiges Zeugs. Zum Beispiel... Tipp zum Beispiel erstmal da hinten drauf, um dir coole Aufträge anzusehen, die du hast. Alright. Klicken wir hier drauf. Wirklich jede Menge spannende Aufträge. Schließe sie ab und verdiene verrückte Belohnungen. Und siehst du da dieses Heldenauftrag-Tab-Dingsbums? Mit diesen Aufträgen wirst du deinen Helden besser kennenlernen. Sieh dich um und kehre dann zur Kommandozentrale zurück. Deine erste Mission kann beginnen. Müssen wir die jetzt direkt machen? Spiele, um einen neuen Pflanzenhelden freizuschalten. Okay, und hier haben wir dann ganz viele Missionen. Ah, ich finde es cool gemacht, ist richtig gut gemacht. Können wir hier auch rausgehen? Ja, okay. Perfekt, tippe auf Pflanzenmission, um deinen ersten Auftrag zu erledigen. Werden wir quasi dazu gezwungen? Nein, wir können rausgehen. Perfekt, so. Also, wir haben jetzt hier das Menü. Wir sehen, wir haben da oben ganz viele Aufträge, das finde ich cool, also dann bekommt man Preise, einmal hier, keine Ahnung, was dieses Grüne da ist, hier gibt es auf jeden Fall da Gems, das ist die Premium-Währung, in 3 Stunden ist dann wieder eine neue Aufgabe verfügbar, hier haben wir dann Heldenaufträge, da gibt es dann auch wieder spezielle Sachen und dann gibt es noch ganz viele verschiedene andere Helden, Neptuna und so, oh baby, sehr gut, okay, bei der Pflanzenmission haben wir dann quasi unsere Story. Da müssen wir ankämpfen. Wir drehen uns dann quasi einmal so im Kreis, können dann die verschiedenen Level auswählen. Grüner Schatten, Hashtag 1 ist unser Deck. Und das kann man dann auch noch umbenennen und dann könnten wir damit jetzt spielen.
So, das machen wir jetzt aber nicht. Es gibt dann auch Zombie-Missionen, das heißt, wir können wirklich dann auch die Zombies spielen. Und da unten haben wir die Holzliga. Das ist dann wahrscheinlich dann Online-Kampf, wie es aussieht. Hier oben haben wir noch unseren Namen. Wir bestätigen natürlich unseren Namen. Tut uns leid, der Benutzername ist nicht verfügbar. Fuck you, wer klaut meinen Namen immer? Aber egal, das ist jetzt sowieso nur für einen Test, aber das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Okay, also da unten ist dann wahrscheinlich Multiplayer. Dann haben wir hier einmal die Sammlung. Da sehen wir dann unsere ganzen Pflanzen und auch die Zombies. Hier sehen wir dann die Zombies. Und dann natürlich findet man raus, welche wie stark sind oder wogegen sie stark und schwach sind. Boah, es gibt so viele Pflanzen. Damals gab es noch nicht so viel. Also es gab schon viele, aber es gibt jetzt noch viel, viel, viel mehr. Sonnenfackel. Cool. Also da oben sind dann die ganzen Helden, hier unten die ganzen Karten. Wow. Wow, ich finde es toll. Okay, so, jetzt gucken wir noch einmal bei den Packs vorbei, ob wir irgendwas kaufen können. Natürlich nicht. Schade. Premium Pack. Sechs Karten aus dem Premium Set. Mindestens ein seltener, super seltener, legendärer oder neuer Held. 100 Gems. Edelsteine. Kosten natürlich. Basispack. Drei häufige Karten aus dem Basisset. Für dich. Nichts. 100. Bekommen wir nicht bei der ersten Pflanzenmission 100? Wartet. Bekommen wir 100 bei dem Auftrag? Gewinne ein Spiel mit einem Pflanzenhelden. Mit einem Pflanzenhelden. Müssen wir dann. Naja, ist ja egal, ja, also. Egal, oh, ich würde es so gerne malen, aber naja, das Video geht lang genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Testet mal das Spiel, ich finde es richtig cool. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Test Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.